Hallo, Skylander. Es ist mir eine Ehre. Das Vulkangestein hindert uns an der Flucht und ich habe niemanden, der mit dieser Kanone umgehen kann. Spring doch rein und zeig uns, aus welchem Holz Skylander geschnitzt sind. Okay, werde ich machen. Kleines Minispiel wieder mal. Kennen wir auch schon von früher. Linker Stick zielen, B schießen, okay. Gut, wo sind die ersten? Hier. Natürlich hat jedes Element von Skylanders bei dieser Kanone andere Schüsse. Die Feuerrate wird auch beeinflusst. Also hier gibt es auch nochmal Variation pur. Ich bin stehen geblieben bei den Skylanders, bei den Upgrades, bei den vielen Upgrades vor allem. Oh, Scharfschütze, yeah. Und... oh, das ist ein heftigeres Schiff. Jawohl, schnell diese Raketen hier ausschalten. Top. Jetzt bin ich wieder abhängen geblieben. Die halten mich schon ein bisschen auf Trab hier. So, nun gut. Alles wunderbar geschafft. Und ich bin stehen geblieben bei den ganzen Upgrades, die ganzen Heldenherausforderungen. Gibt's von euch jemanden, der das geschafft hat, der wirklich 32 Heldenherausforderungen mit jedem Skylander der ersten Gen gemacht hat? Dann bei Giants nochmal alle Heldenherausforderungen mit jedem Skylander. Also ich habe jetzt vielleicht 10 Skylanders oder so mit allen Heldenherausforderungen für Giants und für Skylander Spyro's Adventure. Oh, eins habe ich verpasst. Nee. Aber dann habe ich doch gemerkt, boah, das ist aber zu viel des Guten. Und habe mich dann doch eher... wow, jetzt wird's krass. Habe mich dann doch eher darauf spezialisiert, die wichtigen, die mir am Herzen lagen, dass ich die gut hochtrainiere. Jawohl, Schiff habe ich noch bekommen. Da waren es nur noch 10. Ja, ich merke schon, der Schwierigkeitsgrad des Spieles ist höher geworden. Teil 1 war sehr, sehr leicht, da konnte man noch gar keinen Schwierigkeitsgrad einstellen. Teil 2 war schon schwieriger, mit Stufe Albtraum bereits zum Auswählen nach dem ersten Durchspielen. Hier wieder das gleiche System. Aber ich würde mal sagen, es ist schwieriger als Giants bis jetzt bei den Minispielen. Wir werden sehen, wie es sich in Zukunft verhalten wird, das Spiel. Oh, Flügel-Saphir. Also, wir können wieder Upgrades kaufen. Mit dem Flügel-Saphiren gibt es natürlich wieder die ganzen Rabatte hier. Okay, dann nix wie weg hier mit diesem Skylander aus der zweiten Generation und nix wie rein mit einem neuen wieder. Und zwar nehmen wir den anderen. Ja, nein. Nehmen wir ihn hier. Da haben wir die zweite Attacke. Die man mit A ausführt. Auf dem Wii U Gamepad haben wir noch gar nicht richtig ausprobiert. Was mir jetzt noch einfällt, ich habe doch noch gar nicht auf das Gamepad geschaut. Halte ich vielleicht das kurz mal in die Kamera. Man sieht hier auch die Statuswerte. So, ein schönes Bild. Statuswerte des Skylanders. Was ist das hier? Okay. So, eine kleine Checklist, was man schon hat, was man geschafft hat, was noch kommen wird. Und, was ist das hier? 62% vom Level 1, von Chapter 1 hier abgeschlossen. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Ah, je länger man A hält, desto länger kann man aufladen hier. Level 1 wirklich riesig, riesig. Ich werde hier wahrscheinlich in Zukunft den Level, das ist die Mission, aufsplitten in mehrere Parts. Ich weiß noch, dass es bei Giants oder auch bei Spyro's Adventure natürlich lockerlässig ging. Pro Part hätte man dann lockerlässig eine Mission hier durchgebracht, aber die dauert schon relativ lange, wenn man hier alles sucht, alles hier einsammelt. Okay, du geh mal weg hier, ein paar Bomben kriegst du mit. So. Zieht auch ein bisschen was ab. Och nee, jetzt verlangen sie einen Giant auch noch. Ich hole schon mal einen Giant, ich sehe schon. Die wollen hier alles haben. Die wollen hier wirklich alles haben. Ich suche mir mal den erstbesten Giant, den ich hier finde. Gut. Giant gefunden. Natürlich.
kann man auch die ganzen Giants oder generell die Skylanders original verpackt lassen. Die Giants jedoch haben natürlich noch Special-Leuchteffekte. Ich werde mal kurz drum kümmern, damit man hier Mucini besser im Bild hier sieht. Oh, vielleicht sollte ich mich doch jetzt lieber beeilen. Ich werde hier schon die ganze Zeit angegriffen. Level 11 für den Genie. Habe ich ein bisschen hier hochgelevelt in Giants damals. Puh. Die wollen es aber wirklich wissen. Haben gleich Giants auch noch mit dabei. Okay, nur ein paar Edelsteine hier. Upgrades brauche ich eigentlich nicht mehr. Aber man wird sowieso wieder Items kaufen können. Mache ich mir keine Sorgen. Das Geld hier wird man schnell wieder los. Garantiert. Ah, sieht cool aus. Man sieht hier auch das Gesicht und unten die Füße. Der Fußbereich ist ein bisschen erleuchtet. So richtig Giant-mäßig. Oder täuscht das? Ja, wie auch immer. Laufen wir schnell durch. Boah, ich kann mich ja gar nicht mehr erinnern, was ich alles kann mit den Skylanders. Es ist schon eine Zeit lang her, seit ich das letzte Mal Giants gespielt habe. Vielleicht hätte ich mich doch ein bisschen informieren sollen, aber ich denke mal, das passt schon so. Die Freude ist garantiert viel größer, wenn man schon lange kein Skylanders mehr gespielt hat. Und dann kommt noch dazu ein bombastisches neues Spiel raus. Ich bin richtig geflasht von dem Spiel. Skylanders Swap Force, eine Empfehlung auf jeden Fall. Ich denke mal, für jeden Portalmeister ein absolutes Muss. Und ihr werdet es euch garantiert auch kaufen. Also habt Spaß mit dem Spiel. Ich freue mich total auf jeden Fall. Gut, gut. Dann nehmen wir Ninjini wieder mal vom Portal runter und setzen eine Swap Force Skylander so. Los. Achtbein statt Holzbein. Gut, gut. Ah, ich kann hier auch wieder länger halten. Wow, das geht aber dann schneller ab. Okay, interessant. Hätte ich bei dem Piratenunterteil... Oh, auch nein. Ausprobieren sollen. Komme ich hier jetzt wieder hoch? Jawohl. Alles klar. Gut. 5 von 5 verlorene Dinge gefunden. Der Flynn wird mächtig stolz auf uns sein, dass wir ihm alle wiederbringen. Mal sehen, wie schnell ist denn das? Naja, nicht gerade schnell. Auf Dauer, da werden die Mini-Boosts vielleicht besser sein, wenn man mehrfach A drückt. Oh, warte mal, hier geht's weiter. Dann muss ich das noch hier erforschen. Was will er jetzt haben hier? Eine Leiter da oben. Oh, muss ich den ganzen Weg jetzt nochmal hochkrabbeln? Ja, sieht so aus. Also dann schnell wieder hoch hier. Und dann werden wir mal erforschen, was das hier denn ist, was hier verlangt wird. Nur ein Swap Skylander mit der Kletterfähigkeit kann diese Swap-Zone aktivieren. Ah, ich sehe es gerade. Auf den Füßen hier ist das aufgezeichnet. Mal sehen, ob man es auf der Kamera sieht. Hier die Kanone. Und jetzt da, hier, haben wir dann auch noch die Kletterfähigkeit. Und genau die ist hier gefragt. Krach und Krawall! Also gut. Okay. Alles klar. Diesmal werde ich aber das hoffentlich auf Anhieb schaffen. Kann ich mich da durchsprengen? Ich probiere mal. Nein, ich muss hier wirklich ausweichen. Gut. Alles klar. Wow. Hart, hart, hart. Da geht's schon zur Sache. Was bist du? Muss ich dich sammeln? Gibt's da irgendeinen Bonus? Was habe ich da davon sonst? Oh, schön hier. Okay, oh, zurück. Jawohl, funktioniert alles. Und auf geht's. Vielleicht muss ich auch A länger halten. Ich werde es mal versuchen. Ah nein, okay. Also wenn ich A halten versuche, geht gar nichts. Alles klar. Nur A drücken funktioniert. Beziehungsweise behalten lässt er sofort los. Ah, ich sehe nichts. Das war nicht so fair, würde ich jetzt mal behaupten. Okay.
In Deckung gehen. Ja, aufpassen. Der nächste Edelstein. Vielleicht zurück in Deckung. Jawohl. Ich habe ja Zeit hier. Also ich sehe hier kein Zeitlimit. Keine Ablaufuhr. Nein, komme ich gar nicht durch hier. Und wir sind ganz oben angelangt. Was bekommen wir? Du gewinnst. Ich schätze mal wieder einen Hut. Swap-Zonen-Herausforderung freigeschaltet. Baumkronenausflug. Gut. Wahrscheinlich kann ich die später dann wieder erneut spielen. Okay. Und wieder. Ein Hut. Aufmachen. Bonusmissionskarten. Okay. Das ist mal was anderes. Spiele diese Bonusmissionskarten. Bonusmission aus Holzhausen. Wow. Also hier gibt's wirklich mächtig viel zu erkunden. Einfach nur bombastisch, was es in diesem Spiel alles gibt schon. Man merkt richtig, die Entwickler haben sich da wieder mal voll reingehängt. Oh, die Attacke ist aber richtig geil. Das, jo, kann ich. Und ich glaube auch dran. Hier kann ich wirklich alles einfach ausschalten. Also gute Aoeta-Attacke hier. Die ist definitiv brauchbar. Okay. So. Das war unglaublich. Das muss ich allen erzählen. Okay, Schlüssel habe ich ja schon. Normalerweise, oder? Den habe ich doch ganz am Anfang irgendwo bekommen. Oder habe ich den irgendwo schon verwendet? Nein, hier gibt es sonst nichts. Also, alles erkundet. Ja, das war's. Ich werde aber jetzt erstmal hier reingehen. Was ist hier los? Wieder. Ach so, hier ist der Schlüssel. Okay, dann werde ich wahrscheinlich noch keinen haben. Okay, Schätze mitgenommen. Perfekt. Und nun, nichts wie rüber hier. Schlüssel holen und Abflug. So. Sieht doch gut aus. Was aber wirklich extrem ist, dass die erste Mission so lange dauert. Das ist echt Wahnsinn. Also ihr könnt euch definitiv auf ein Mörderabenteuer gefasst machen. Skylanders Giants war meines Erachtens vielleicht ein bisschen zu kurz, war extrem geil. Aber ich glaube, da waren viele auch dieser Meinung, dass das Spiel ein wenig zu kurz geraten ist. Und wenn ich mir jetzt Giants Swap Force hier anschaue, dann wird es von der Länge her richtig perfekt werden. Bin gespannt, wie viele Missionen es hier geben wird. Und wir bekommen wieder mal eine gute Fahrt hier. Los geht's! Luftpost! Oh ja. Einfach nur ein Grafikabenteuer der feinsten Sorte. Genießen wir ein paar schöne Momente. Oh, ist schon wieder aus. Schade. Du kannst deine Swap Force Skylander auf hunderte von Arten kombinieren. Genau. Nur ein Swap Skylander mit der Buddelfähigkeit kann diese Swap-Zone aktivieren. Das ist natürlich schade, denn der war noch nicht dabei im Starterpaket. Und ich bekomme erst die neuen Figuren. Du musst sie besiegen. Also, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, damit wir auch hier dann durchkommen. Werde ich natürlich nachreichen. Aber zuerst mal kümmern wir uns hier rum. Vielleicht ist da der andere Skylander eher besser, denn hier ist eigentlich nicht so. Ja, doch, AOE schon gefragt. Ich werde diesen hier nehmen. Diesen Wasser-Skylander. Den Bockler. Ein Pirat. Und dadurch habe ich. Oh ja. Und dadurch habe ich die gute AOE-Fähigkeit und die starke Schwertattacke. Also. Dieser Skylander out of the box schon richtig geil. Und kann dann mit den Swap Force Skylanders hier gut kombiniert werden. Da wird sicher noch spannende Kombos zu erforschen geben. Jede Menge Spielzeit wird hier in das Spiel hier reinfließen. Ein paar Gegner noch und dann haben wir es. Sieht nach Levelende aus. Wir haben es bald geschafft. Der letzte Gegner noch hier oben, der uns ein bisschen Kopf zerbrechen. Ihr sorgt. Gerade noch runtergefallen. So. Jetzt aber. Nein, er hat uns noch erwischt. Sein letzter Racheakt. Aber wir haben es gepackt.
Alle sind ausgeschaltet. Genießen wir die Befreiung. Oh ja, ein wunderschöner Teil geht auf. Und wir haben die erste Mission erfolgreich abgeschlossen. Keine Skylander besiegt. Eine Schatzkiste und einen Hut haben wir vergessen. Dadurch, dass die Buddelzone nicht erreichbar war, die Swap-Zone, gibt es natürlich auch ein Problem auf der anderen Seite. Wow, boah. Nein, es gibt doch ein Pokalsystem. Naja, Pokalsystem ist relativ. Ist das... Es gab ja früher zum Beispiel auch, sammle so viele Skylanders und so weiter, da gab es ja auch so Ehrungen. Achso, das könnten die sein, ja. Gute Frage. Ja, schalte 12. Ja, Herausforderungen frei. Das könnte das sein. Also so ein Pokalsystem in dem Sinne schon, gab es auch immer, aber so ein richtiges Pokalsystem zum Beispiel, dass man gewisse Features oder sonst irgendwas erreicht hat, das ja, braucht man eigentlich gar nicht, oder? 94%, wie auch immer. Speichern und fortfahren. Mission 1 ist abgeschlossen. Genießen wir die Katze. Du bist zurück. Und ich habe die Skylander mitgebracht. Das? Das ist ein Skylander? Der? Oh nein. Er ist der beste Pilot in den Skylands. Nennt mich Captain Flynn. Und du bist? Ich bin der Dorfschreier. Ja, ich werde auch manchmal etwas lauter. Bleib cool. Nein, Flynn. Rufus hält alles in Gang hier in Holzhausen. Wenn du etwas brauchst, solltest du zu ihm gehen. Danke, Tessa, aber ich muss dir wirklich etwas sagen. Es... Später. Ich muss die Häuptlinie finden. Aber warte! So, du kennst dich also aus, hm? Perfekt. Okay, das hier werde ich brauchen, Klumpfuß. Ich heiße Rufus. Richtig. So, wichtige Frage. Was weißt du über Enchiladas? Hey, sei vorsichtig mit ihr. Sie ist sehr empfindlich. Rufus, wo ist die Häuptlinie? Das wollte ich dir sagen. Sie wurde entführt von den Greebles. Wir müssen sie retten, Rufus. Ich treffe ein paar Vorbereitungen, aber wir brauchen die Hilfe der Skylander. Rudy, wegen der Reparatur meines Schiffs. Ihr kümmert euch um die Rechnung, nicht wahr? Ein waschechter Skylander hier in Holzhausen, dass ich das noch erlebe. Wir haben hier seit Jahren keinen Skylander mehr gesehen. Da fällt mir ein, du willst sicher eine Verbesserung, oder? Okay. Die Hip-Bros versuchen schon seit Jahren vergebens, die magische Energiekapsel zu öffnen. Vielleicht kannst du ja helfen. Und nicht vergessen, wenn du irgendwann nicht mehr weiter weißt, dann komm zu mir. Ich helfe dir gern. Sieht so aus, als ob das hier unsere Starterwelt ist. Für die kommenden Missionen Holzhausen. Also hier, ja, schaut gut aus. Hier werden wir im nächsten Part weiter forschen. Und ich sag mal, danke, dass ihr so lange mit mir dabei wart. Danke, dass ihr zugeschaut habt bei Skylanders Swap Force. Und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und Daumen nach oben, wenn ihr heute noch eine Folge sehen wollt. Bis zum nächsten Mal.